Moin meine Freunde, das ist Mario Müßig. Willkommen zurück zum nächsten Part von Super Mario Bros. The Lost Levels in der All-Stars Version. Und der wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es der letzte Part ist. Also bei Domtendo, ich habe mich nachgeguckt, bei ihm sind die Welten einfach so aufgetaucht, die danach noch gekommen sind. Und das macht mir ein bisschen zu bedenken geben. Wenn ich ehrlich bin. Denn das würde heißen, dass sie bei mir eventuell auch auftauchen, weil wir hier ja auch die All-Stars-Version spielen. Aber er meinte, dass die Level hier... Sonst habe ich das so gehört irgendwie, dass die Level angeblich ein bisschen einfacher sein sollen, hier die Level von Welt 9. Gut, der Quito kann mir jetzt hier nicht viel anhaben. Der auch nicht gerade. Ja, also das war jetzt nicht so schwer. Klar, die Blooper am Ende waren nochmal fies, die hätten mich treffen können, aber ich bin ja groß, wäre so nicht so schlimm gewesen. Aber wir gehen sogar groß ins nächste Level. Guck mal, das hat sich jetzt angefühlt, mal wie ein ganz normales Mario-Level. Es geht unter Wasser weiter, oh Gott. Sag bloß nicht. Nee. Oh mein Gott, wie billig das gerade war. Und dadurch hab ich jetzt mein... Oh Gott. Weißt du? Dadurch... verliere ich meinen Pilz, ey. Ich fühle mich gerade... Boah, okay. Alter, wenn man da irgendwie gegenstößt, alter Bruder, man ist einfach weg. Das fühlt sich gerade ein bisschen an wie Flappy Bird, so ein bisschen hier mit den Röhren und diesem Lucky Two. Und wenn man sie drücken, dann kommt diese Piranha-Pflanze raus, muss man dann so richtigen Takt drücken. Okay. Also ein bisschen fieser als das Level davor. Wenn ich jetzt wirklich noch groß wäre, wäre es ein Ticken einfacher. Man darf auch ganz klar dazu sagen, dass mit dem Let's Play Tatsache noch kein normal eine Feuerblume hatten. Nein! Warum die Piranha-Pflanze, sobald sie aus dem Wasser rausguckt, einfach verschwindet. Okay, selber ist an sich bis jetzt auch nicht schwer. War ein paar dumme Fails dabei, ja. Aber guck einfach hier hoch. Ach, und das ist das Ziel hier schon. Alles klar. Ja, ich glaube, die Entwickler wollten hier also als neunte Welt noch so eine Welt machen, die schön einfach ist, um einen noch mal ein bisschen zu verarschen, dass wenn dann die anderen Welten kommen, die letzten, weil die gehen aber richtig ab. Was, Bowser hat Welt Level 3? Hä? Was ist denn hier los? So ein Film hatten wir ja noch gar nicht. Ich bin irgendwie langsamer, also ich... Ach nee, ich dachte gerade schon, was ist los? Ich dachte gerade, hey, so bin ich so langsam, wo ich den Sprintknopf drücke, aber habe ich irgendwie nicht richtig gedrückt, irgendwie, ich hatte nur den Finger drauf. Hier unten durch? Schon wieder nicht, ey. Lappen! Dabei ist es ja nicht mal schwer. Das ist noch viel trauriger, dass das jetzt ja bis jetzt einfache Level sind, nicht hier schon so viel gefailt haben. Gut, Level 1 nicht, aber Level 2 richtig. Nein, der Bonus. Ach Mann, ich dachte, da kommt ein Pilz raus. Na, das ist schon ein bisschen blöd. Hashtag unnötige Fails sind da.
der Bonus. Wir mögen doch alle Boni. Na, was ist denn der Bonus? Ernst? Was ist der Bonus? Ein paar blöde Coins. Okay. Was ist da, hä? Was ist da unten denn? Ein Betrug, hä? Noch ein Bonus. Na, wieder Münzen. Tatsache, du. Gib mir wieder Münzen. Okay. Okay, zurück. Am Start hier. Also, ich glaube, nee, hä? Wie macht das da unten Sinn? Muss ich aber jetzt nicht verstehen, oder? Ah! Natürlich! Boah, was machst du da in den Blöcken drin? Gut, ich halte fest. Bowser backt gerne ein bisschen rum, ne? Okay, keine Ahnung, was hier passiert. Wozu das ist, weiß auch niemand. Wir laufen mal weiter, gucken, was hier abgeht. Ach, da kommen wir auch hier hin. Okay, also wir kommen auf allen Umwegen hier hin. Und auf dem Weiteren kommen wir zu Bowser. Dann überspringen, versuchen wir jetzt noch zu überspringen. Okay, das geht definitiv nicht, Bruder, was? Aber ein Pilz oder sowas gibt's ja auch nicht, ne? Wie sollen wir denn an dem vorbeikommen? Hallo? Also, die Hämmer sind ja nicht mehr das Gefährliche. Das Problem macht da kaum Platz, um über den irgendwie drüber zu springen. Und wenn es ja kein einziger Bonus, wo es irgendwie einen Pilz gibt. Ach, oder ich gehe einfach oben drüber, ne? Man hat daran gedacht. Was auch immer da. Was auch immer das da ist. Oder was auch immer da abgeht. Welt 94. Keine Ahnung, Bruder, was das gerade da war. Ach komm, zeigen jetzt nochmal alle Gegner oder was? Help. Ach, das sind japanische Schriftzeichen oder was? Steht da irgendwas auf Japanisch? Weiß das nicht. Steht da was auf Japanisch? Als ob ich im Wasser sterbe, wenn ich auf einem Koopa lande. Auf! Oh mein Gott, das ist ja traurig. Okay, das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet, dass ich dann verrecke, Bruder. Woher soll ich das denn wissen? Das sieht für mich aus wie japanische Schriftzeichen. Ich habe aber keine Ahnung. Eben weil ich japanisch nicht spreche. Oh mein Gott, das ist nervig des Todes. Der Blooper, ey. Oh, und es trifft mich sogar so ein Hammer, ey. Ich hab's befürchtet gerade schon, weil ich so tief gesunken bin. Okay, komm, wir machen das mal ganz ernst jetzt hier, ne? Also. Wir schwimmen ganz gemütlich voran. Das ist super, das macht Spaß. Wir schwimmen einfach immer voran und sind ganz still am Blooper vorbei. Und das Ziel, das ist auch schon hier. Dann wäre Welt 9 geschafft. Kommt jetzt kommt Qual noch oder nicht? Sag bitte nein. Nein! Es geht weiter. Okay, mein Part ist ein bisschen kürzer. Danke fürs Zusehen. Lass gerne auch ein Like da. Im nächsten Part geht's dann mit Welt A weiter. Ich krieg noch einen Heulkrampf hier. Denn jetzt wird der Scheiß richtig krank. Das alles davor, ja, das war
kuscheln. Welt 9 war dagegen sowieso einfach nur gar nichts. Und das hier geht richtig ab. Das sehen wir dann übermorgen im nächsten Part. Ich hoffe, fürs Zusehen, lasst dann doch, wie gesagt, das Abo-Ding da, aktiviert die Glocke und ja, dann sehen wir uns. Bis dann und ciao.